Was hat Albert Einstein mit Magie zu tun? In einer langen Zeit wird behauptet, dass einige der wichtigsten Erfindungen des 21. Jahrhunderts mit Magie in Verbindung stehen. There is a whole world that we can't see that acts on people, a supernatural world that's acting on us all the time for good and bad. Every society has thought this before ours. Und dass der Film unbestreitbaren Beweis dafür ist, dass Levitation tatsächlich möglich ist. Ja, weiß ich nicht, Digga. Da ist der Flexdruck, glaube ich, ein bisschen zu tief drin, ja. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Yes, Alter, ihr seht schon im Hintergrund, was soll ich sagen, Digga, Alter, Lovelock ist back in Germany. Ich habe mir gedacht, für den Vibe jetzt, erster Stream, ich mach trotzdem Oberkörper frei, ich zieh durch. Einfach für die Energy, so, weißt du, und es ist gerade extrem heiß in Deutschland, deswegen passt das schon. Liebe geht raus auf jeden Fall an die Community, ja? So, ich bin wieder zurück in Deutschland, hat mehrere Gründe, ich will da gar nicht zu viel drüber. Der wichtigste Grund für mich ist meine Familie, so. Damit ihr da Bescheid wisst, so, ich bin hier gerade bei meiner Mutter hinten im Gästezimmer, hab meinen Stream eingerichtet, direkt gestern bin ich angekommen und hab gedacht, jetzt muss ich sofort wieder die Love Gang füttern mit neuem, guten Content, natürlich euch auch auf YouTube. Deswegen lasst jetzt hier Special Video einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal und werdet Mitglied auf diesem Kanal. So unterstützt ihr mich bei meiner Arbeit und werdet offiziell Teil der Love Gang und wir müssen die Love Gang einfach größer machen und Liebe verbreiten, so. Die können uns canceln, wie wir wollen, aber die Liebe ist zu stark. Deswegen zieht durch, werdet Mitglied, unterstützt mich bei meiner Arbeit, lasst uns zusammen was bewegen. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein vom Flex-Doku. Ist schon lange her, als wir uns das letzte Flex-Doku-Video reingezogen haben, aber er hat heute wieder ein Thema ausgepackt, was definitiv sehr interessant ist. Das Video heißt, was hat Albert Einstein mit Magie zu tun? Miese Albert-Einstein-Recherche, ich bin gespannt, was er hier rausgesucht hat. So, Flex-Doku, guter Mann, Liebe geht raus natürlich auch an dich. Und jetzt würde ich sagen, ich küsse deine Zirbeldrüse. Egal wo wir sind, der Peter geht los, Digi. Und los. Heute werden wir viele verschiedene Themen rund um Magie anschauen. Wir werden uns mit Geschichten über Magie in den Heiligen Schriften befassen und einige unerklärliche Magietricks anschauen. Außerdem schauen wir uns die angebliche Verbindung zwischen Magie und Technologie an. Oh shit, das war CERN, ne? CERN, Teilchenbeschleuniger, Digi. In einer langen Zeit wird behauptet, dass einige der wichtigsten Erfindungen des 21. Jahrhunderts mit Magie in Verbindung stehen. Sorry, Digga, dass ich jetzt schon wieder so oft Stopp mache, ne? Aber, manche Leute gehen ja sogar so weit und sagen, ey, diese Technologien, diese heftigen, die kommen gar nicht von dieser Erde. Mehr sage ich erstmal nicht dazu. Interessanterweise sehen Computerplatinen und Schaltsymbole wie Siegel, die für Dämonenbeschwörung genutzt werden, aus. Auch schauen wir uns an, was Einsteins Formel E ist gleich M mal C Quadrat mit Dämonen und Magie zu tun hat. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, abonniere und aktiviere die Glocke. Danke im Voraus. It sounds fantastic, yet there is chilling evidence gathered by doctors and psychiatrists and published in respected medical journals that magic does work. So there's a lot of magic going on. Und wenn einer glaubt nur an Gott, kann ihm keine Magie schaden. Und der Talmud sagt, dass es gibt Magie, die kann wirklich die Welt, die Natur ändern. Und es gibt Magie, das ist nur so Augentäuschen. There is a whole world that we can't see that acts on people, a supernatural world that's acting on us all the time for good and bad. Every society has thought this before ours. Was auf jeden Fall klar ist, das, was der Tucker eben zum Ende gesagt hat, davon bin ich auch überzeugt. Das ist eigentlich für mich auch keine Theorie oder irgendeine Verschwörung oder was auch immer. Das ist einfach Facts, dass es auf jeden Fall eine Welt gibt, die wir nicht sehen und anfassen können, so. Es passieren Dinge um uns herum, die wir nicht physisch sehen, die wir nicht anfassen können, die nicht, ja, die sind einfach nicht Teil der physischen Welt. Heißt aber nicht, dass die nicht da sind, so weißt du. Und bei dem Thema Magie ist halt immer die Frage, was man als Magie bezeichnet. So, man kann auch sagen, dass wenn Gott einem Zeichen schickt oder wenn ich eine Hummel beobachte und auf einmal Gänsehaut bekomme, so, man kann sagen, das ist Magie, so. Da passiert was, da passiert irgendwas, da passiert ein Austausch, da ist irgendwas Übernatürliches, da passiert irgendwas zwischen den Zeilen so. Und manche sagen, das ist schon Magie, manche sagen, Magie ist erst, wenn du irgendwie jemanden verzauberst oder einen Hexenspruch machst oder Karten liest oder was auch immer so. Da gibt es ja verschiedene Definitionen, muss man erstmal gucken, was ist Magic überhaupt, Magie überhaupt für eine Definition. So. Lasst uns einen Magietrick anschauen, der sowohl im Alten Testament als auch im Koran erwähnt wird und bis heute verwendet wird. Magie wird in allen großen Glaubensbüchern erwähnt. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Die bekannteste Geschichte ist die von Moses und den Magiern des Pharaos, die sowohl im Alten Testament als auch im Koran zu finden ist.
Das Buch Exodus berichtet, wie Gott Moses beauftragt, das israelitische Volk aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Moses und sein Bruder Aaron treten vor den Pharao und fordern die Freilassung der Israeliten. Um ihre göttliche Vollmacht zu beweisen, verwandelt Aaron einen Stab in eine Schlange. Der Pharao ruft daraufhin seine Magier, die dasselbe vollbringen. Der Unterschied war, was Moses und Aaron gemacht haben, war ein Wunder. Was die Magier gemacht haben, war Magie. Im Koran... Okay, ein Wunder und Magie. Da macht er die Unterscheidung gerade. ...wird die Geschichte von Moses ebenfalls erwähnt. Nur da wird geschrieben, dass er den Stock geworfen hat und nicht Aaron. Die Magier, vertraut mit dieser Art von Magie, erkennen sofort, dass das, was Moses gemacht hat, keine Magie war. Der Trick, den die Pharaonenmagier vorgeführt haben, wird bis heute noch gemacht. Oder zumindest so ein ähnlicher Trick. Bro. Das ist doch AI, Digi. Zwei. Drei. Ja, Digga, bei RTL 2, guck mal. Was für eine geile Quelle, Bro. Der hat einfach ein RTL 2. Bruder, Flex, ich küsse deine Zirbeldrüse, Digga, ja? Bei aller Liebe, ne? RTL 2, Digi. Da warst du, Bro. Yo. Okay, erzähl mir. Ja, Moses würde diese Show lieben. Oder was meinst du, Sandra? Bro, das war schon fast Blasphemie, Digga, oder? Moses würde diese Show fühlen, sagt er. Fühlt sich ein bisschen nach Haram an, um ehrlich zu sein. Er würde das mit Sicherheit nicht lieben. Leute, hier sehen wir mal wieder ein Beispiel, wie sehr Blasphemie eine Rolle in der Magie spielt. Der Schauspieler Christopher Lee, bekannt durch seine Rollen in 007, Star Wars und Herr der Ringe, hat bereits vor einer langen Zeit mitgeteilt, dass echte Magie ohne Blasphemie nicht möglich ist. Und das sieht man auch immer wieder bei den Tricks. Die verschiedenen Zeremonien, die der Priester, in diesem Fall ich selbst, und die Mitglieder seiner Gruppe oder des Kongreifs durchgeführt werden, sind lästernde Zeremonien, völlig lästernd und völlig profan. Es ist unabdingbar, dass sie sakrilegisch und blasphemisch sind, um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Das gerade Gesagte könnte uns vielleicht erklären, was die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele zu bedeuten hatte. Kurz gesagt, die Olympischen Spiele sind ein heidnisches religiöses Fest, das eigentlich zu Ehren von Zeus abgehalten wurde, also ein Götzendienst. Für diese Leute wäre es nichts Außergewöhnliches, wenn diese Blasphemie der Eröffnungszeremonie irgendwas mit Magie zu tun hatte. Interessanterweise werden immer die gleichen Tricks aufgeführt. Die häufigsten Tricks sind zum Beispiel Levitation. Ob es nun die ganze Person ist, die schwebt, ist doch nicht echt, Bro. Oder nur ein Gegenstand. Nee. Ich glaube diesen Videos nicht, um ehrlich zu sein. Diese Levitation wird auch von Mönchen, Schamanen und indischen Yogis aufgeführt. Es gibt eine interessante Aufnahme, in der ein Magier einen Mönch in einem Mönchenkloster besucht, um eine Levitation zu beobachten. Vor der Vorführung betonte der Mönch, dass seine Fähigkeiten nichts mit Magie zu tun haben. Er will es sozusagen als Selbstbeherrschung oder Wunder verkaufen. In Wirklichkeit aber sind die Techniken identisch. Your magic is fantastic, but they were not the same the Buddhist meditations. Yes, I understand. Ja, ja. Das ist nämlich auch so. Das wird nämlich auch alles in eine Schublade reingesteckt, so, ne? Also von diesen strong religiösen Leuten, die sagen ja alles sowas, auch dieses Buddhismus und Meditieren und so, und das ist alles teuflisch. Aber das ist, für mich ist es nicht so, weißt du? Für mich ist es nicht so. Also diese Mönche haben nichts mit teuflischen Sachen zu tun, meiner Meinung nach, so. Und Meditation hat, und Yoga und so hat auch nichts mit teuflischen Sachen zu tun. Das stärkt deine Verbindung zu dir selber. Und am Ende des Tages ist deine Verbindung zu dir selber wichtig, auch für die Verbindung mit Gott. Weil du wirst, das habe ich ja schon dreimal gesagt, auf der Suche nach Gott wirst du dich selbst finden. Und auf der Suche nach dir selbst wirst du Gott finden. So, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Weil wir haben alle einen göttlichen Teil in uns, weißt du?
guys seen this? I don't know, bro. Ich vertraue diesen Videos nicht mal richtig, um ehrlich zu sein. Wer von euch glaubt diese fliegenden Sachen, dass man so fliegen kann und das auch mit dem Stab, mit der Schlange und so, was die da bei RTL 2 eingeblendet haben? I don't know. Diese Tricks werden auf der ganzen Welt vorgeführt. Und das nicht, weil jeder den gleichen Betrug kennt. Es gibt sogar ein deutsches Kamerateam, das mal zu einem Schaman geflogen ist, um diese Praxis zu beobachten. Sie konnten keine Manipulation feststellen. Es gibt keine versteckten Stützen oder Rollen, die zu sehen sind. Trotzdem schreibt Owaku tatsächlich vom Boden und es scheint, als wäre er auf einem Luftkissen schwebend. Der deutsche Kommentator kann seinen Augen nicht glauben. Es besteht kein Zweifel, dass dies ein Trick oder eine Illusion ist und er ist absolut überzeugt, dass er Zeuge eines wunderbaren Ereignisses ist und dass der Film unbestreitbaren Beweis dafür ist, dass Levitation tatsächlich möglich ist. Leute, das heißt natürlich nicht, dass jeder, der Kartentricks macht oder Sachen zum Schweben bringt, Rituale macht, um Dämonen zu beschwören. Es gibt Leute, bei denen sind alles nur Tricks und Bildbearbeitung. Aber es gibt Leute, auch wenn es schwer zu glauben ist, bei denen alles echte schwarze Magie ist. Bevor wir zu noch unglaublicheren Tricks kommen, lasst uns kurz auf eine Geschichte des Propheten Salomos eingehen. Damit ihr den Trick, den ich euch zeigen will, besser versteht. Kurz erwähnt, bei König Salomo war nichts Magie. Mehr zu dem Thema in dem ersten Link in der Beschreibung. In der Geschichte des alten Jemen, dem damaligen Saba, gab es ein Volk, das die Sonne anbetete. Der Prophet Salomo forderte sie auf, diese Praxis aufzugeben und stattdessen den wahren Gott Abrahams anzubeten. Als die Königin von Saba eine Invasion befürchtete, machte sie sich auf den Weg zum Propheten Salomo. König Salomo, der von ihrer Ankunft erfuhr, hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine Armee versammelt, die aus Menschen, Tieren und Dämonen bestand. Er wandte sich an seine Armee und fragte, wer von euch kann mir ihren Thron bringen, bevor sie in Ergebenheit zu mir kommt. Ein mächtiger Ifrit, einer der stärksten Arten von Dämonen im Islam, meldete sich und sagte, ich bringe ihn dir, bevor du dich von deiner Stelle erhebst. Ich bin wahrlich stark genug und vertrauenswürdig. Ein anderer... Das sagt er zu König Salomo, oder was? Jin, der Kenntnis von der Schrift hatte, meldete sich und sagte König Salomo, dass er dies noch schneller vollbringen kann. Und in einem Augenzwinkern hat... Warte mal, König Salomo ist doch göttlich angeblich, oder nicht? Warum arbeitet der dann mit Dämonen zusammen und mit so teuflischen, mit so... ...den Thron in den Palast von König Salomo gebracht. Das Unglaubliche an dieser Geschichte ist, dass Salomos Königreich in Jerusalem lag, während das Reich der Königin von Saba, auch bekannt als Queen of Sheba, sich im heutigen Jemen befand. Eine Entfernung von ca. 3000 Kilometer. Dieser Dämon brachte den Thron in der Geschwindigkeit eines Augenzwinkerns. In unserer heutigen Zeit würden wir das wahrscheinlich als Teleportation bezeichnen. Es gibt bis heute noch Zaubertricks, bei denen Menschen angebliche Teleportation vollbringen können. Natürlich kann man Fake. Behaupten, dass alles nur Show ist. Ist es auch. Doch wenn man tiefer an diese Themen reinschaut, stellt man fest, dass ähnliche Phänomene in verschiedenen Kulturen über Jahrtausende hinweg berichtet wurden. Und wie schon vorhin gesagt... Ja, weiß ich nicht, Digga. Da ist der Flexdruck, glaube ich, ein bisschen zu tief drin, ja. Es sind immer die gleichen Tricks, die von Magiern aufgeführt werden. Nur ein bisschen abgeändert. Er hat Dämonen als Sklaven arbeiten lassen. Okay, krass. Ja. Zum Beispiel lässt man sich schweben oder einen Gegenstand. Ich finde, der mischt auch, also sorry, ich finde, der mischt auch halt hier voll viele verschiedene Themen miteinander. Ich weiß nicht, für mich persönlich, Chat, könnt ihr mir ja mal reinschreiben, was ihr sagt, so. Aber für mich persönlich haben jetzt Buddhisten zum Beispiel, Mönche, nichts mit Magie oder Black Magic oder Satanismus oder irgendwas zu tun. Das sind andere Leute so. Wenn du mir jetzt sagst, die Typen da in Bohemian Grove, wenn die sich treffen, die Eliten und da irgendwelche Sachen sacrificen und so Pentagramme machen und dann irgendwelche Götzen da anbeten und so, das ist für mich auf jeden Fall satanisch. Ich fühle da keine negativen Vibes. Wenn ich mich mit Buddha beschäftige oder Leute, die in die buddhistische Lehre reingegangen sind, so, da ist so viel Liebe, da ist so viel Bewusstsein, da ist so viel im Moment sein, da sind so viele gute, schöne Sachen, die uns Menschen helfen können und uns näher zu Gott bringen, so, weißt du? So. Und ähnliche Sachen predigen wir auch in Jesus oder andere Sachen, die einfach geschafft haben, in sich Gott zu finden, so, weißt du? Deswegen... Da muss ich mich auch ein bisschen stark machen, so, weil das ist, weißt du? So. Es kam mir jetzt hier in dem Video so rüber, als ob das also alles einen Black Magic satanischen Film hat, so. Oder lässt sich selber oder eine Gruppe Menschen oder Gegenstände teleportieren? Leute, ich weiß, es hört sich verrückt an. Aber gleich schauen wir uns eine Formel an, die das vielleicht erklären könnte. Schauen wir uns mal einige Tricks an. Zum Beispiel diesen hier. Ist halt wild, ne?
Guck mal, ich will mal jetzt mal eine generelle Umfrage machen in den Chat. Wer glaubt, dass das wirklich passiert ist, so telepathiemäßig? Eins, wer sagt zwei, das ist irgendwie ein Trick? Video wurde vielleicht manipuliert oder was auch immer so. Zwei. Wer glaubt, dass das wirklich so passiert ist und das wirklich mit Telepathie? Macht mal eine Eins rein. Ein weiterer, noch unglaublicherer Trick ist dieser hier, der auch Teleportation heißt. Zusammengefasst, der Magier geht live, verlässt vor laufender Kamera die Bühne und geht in weit entfernte Hinterräume. Danach fordert er Jurymitglieder und Assistenten auf, die kleine Bühne von allen Seiten zu bewachen, damit er sich nicht irgendwie reinschleichen kann. Die Kamera geht für eine Sekunde aus und er steht sofort auf der Bühne. Now remember, we have people watching us from all possible angles in every direction. The circumstances are physically impossible for an illusion. On the count of three, one, two, three. Drop the curtain! Diese Fernsehshows, ja, ja, Bruder. Das ist TV, Bro. Oder dieser Trick hier. Es ist genau der gleiche wie die anderen zwei, nur in einer anderen Form. Hier macht er das mit einem Gegenstand. Er sagt noch extra dem Typen, dass er ihm die Karte nennen soll, bevor sie die Karten auf ihn streuen. Damit er weiß, welche Karte in seine Hand muss. Think of a card from inside. Number and suit. Yeah. Good? Yeah. Margo, you're gonna spray the cards at me. Can you cover my eyes now? So I'll be blindfolded. Yeah. Yeah. Hold on. Cover my eyes. Josie, can you say your card out loud? No. Hold on. Yeah, say it out loud first. Don't spray yet. Say it out loud. Two of diamonds. Which one? Two of diamonds. Ten of diamonds? Two. Margo, spray the cards at me. Wait, so how did one? Hold on. So there was... Two of diamonds. Let me see. Das Interessanteste an dieser Theorie ist, dass immer wieder Einsteins Formel E ist gleich M mal C Quadrat auftaucht. Ob es nun von islamischen Gelehrten ist, die behaupten, dass die Geschichte von Salomo diese Formel bestätigt, oder von indischen Mystikern, die behaupten, dass ihre Gurus und Yogis ebenfalls Teleportation vollbringen können und diese ebenfalls mit der Formel von Einstein in Verbindung bringen. Die Formel Einsteins besagt, dass Masse und Energie äquivalent sind und ineinander umwandelbar sind. Wie zum Beispiel der Dämon es in der Geschichte Salomos gemacht hat. Er konnte den Thron der Königin, also die Masse, mit seiner Geschwindigkeit in Energie umwandeln und dann in König Salomos Palast wieder Materie umwandeln. I say Einstein's theory is proven in the story of Suleiman. In the story of Suleiman, we learn that the jinn even has the power to transform matter into energy and to take that energy from one place to another and re-transform it back into matter. In other words, E equals mc² can be proven in its own way. In other words, what can the jinn do? The fact that Allah mentions, the fact that this was impressive, the facts that all of the jinn, only one stood up, it kind of sort of shows this is the pinnacle of what a jinn can do. This isn't your average run-of-the-mill jinn. This isn't the jinn living in Dallas or Houston or California. This is one of the most strongest jinns of the entire world, if not the strongest, telling Suleiman, I can do that. In den Überlieferungen indischer Mystiker finden sich Berichte über Levitation und Teleportation, die an die Kunststücke der Magier erinnern. Wenn wir uns mal anschauen, wie Dämonen in alten Schriften dargestellt... Bruder, Flex-Doku ist ganz tief drin, Bruder. Sag ich dir nicht, Bro. Bro, was passiert? Bruder, vor zwei Monaten hat er doch normale Ding-Videos gemacht über Rapper und so. In Amerika, dies, das. Auch geil, so, ne? Auch schon tief drin, so hat gezeigt, ey, die haben Verbindungen und die machen auch teilweise Sachen und so. Aber jetzt gerade... ...werden. Stellt man oft fest, dass diese zum Beispiel Farben wie Blau, Rot oder Grün haben. Wie der Genie von Aladdin. Der kommt immer tiefer ins Rabbit Hole. Dicker, letztes Video war auch schon krass, hat mir komische Vibes gegeben. So. Das Video ist auch wieder so ein bisschen, aber ist okay. Dieses Guantanamo-Video, ich habe es nicht mal geschnitten und hochgeladen, weil das hat mir schon während dem Gucken so komische Energies gegeben. Wenn wir uns mal indische Götzen anschauen, sehen wir, dass viele von ihnen in diesen Farben, die wir vorhin besprochen haben, dargestellt werden. Leute, da wir gerade eh beim Thema Religion sind, wollte ich kurz ein paar Missverständnisse und Lügen über den Islam aufklären. In der letzten Zeit häufen sich Behauptungen, dass Muslime und generell monotheistische Religionen angeblich den Teufel anbeten würden. Einige selbsternannte Experten sind zu dem Entschluss gekommen, dass Muslime den schwarzen Stein anbeten.
Eine kurze Recherche würde jedoch zeigen, dass... Nein, nein, die beten den Stein nicht an. Muslime beten nur zu Allah. Nur zu Gott. Die dürfen nicht über irgendwelche anderen Sachen beten, so. Oder irgendeinen Propheten anbeten oder so. Die beten nur direkt zu Gott. Das ist aber... Das weiß man eigentlich, wenn man sich nur ein bisschen mit Islam auseinandersetzt. Es ist weder bei Moslems noch bei Christen oder Juden zutrifft. Zunächst einmal, der schwarze Stein ist nicht das gesamte Gebäude der Kaaba, sondern nur ein kleiner Stein, der in eine Ecke eingebaut ist. Laut islamischen Überlieferungen... Naja, er hat gesagt, das ist mit Christen und Juden auch so, aber zum Beispiel Christen beten über Jesus auch. Also nicht direkt zu Gott, sondern die gehen ja über Jesus, aber ja, okay, Jesus ist Gott im Christentum. Existiert dieser Stein seit Anbeginn der Menschheit. Und er war ursprünglich weiß. Das schwarze Tuch, das die Kaaba umhüllt, dient lediglich ästhetischen Zwecken. Es ist wichtig zu verstehen, dass Muslime weder den Stein noch die Kaaba anbeten. Dies dient lediglich als Orientierungspunkt für das Gebet und als Symbol der Einheit. Zu sagen, Moslems beten die Kaaba an, ist wie wenn man sagen würde, Juden beten die Klagemauer an oder Christen das Kreuz. Es stimmt einfach nicht. Interessanterweise war die erste Gebetsrichtung der Muslime Jerusalem. Es gibt unzählige Stellen im Koran, die uns das, was uns vorgeworfen wird, strengstens verbieten. Kurz erwähnt, die Verse hier werden gleich noch bei einem Trick eines Magiers eine Rolle spielen. Die Götze Baal, die mit Saturn in Verbindung gebracht wird, wird sogar explizit im Koran erwähnt. Es gab einen Gesandten, der Ilias hieß, der zu einem Volk geschickt wurde, das Baal angebetet hat und dieser aufgefordert hat, diese Praxis sein zu lassen. Auch die vermeintlichen Symbole des Islams, wie Halbmond und Pentagramm. Der Islam hat keine Symbole, weder Sterne noch Halbmonde noch sonst irgendwas. Wenn die Leute nichts mehr über den Islam sagen können, kommt natürlich immer noch eine Frage. Wie alt war Aisha? Viele Gelehrte behaupten, sie war zwischen einem Alter von 16 und 19. Leute, der Koran wurde vor ca. 1500 Jahren offenbart. Heiratsalter und Bräuche haben sich im Laufe der Geschichte stark verändert. Ja, across the world, so, ne? Ich habe mir letztens eine Diskussion reingezogen von, ich weiß nicht, ob ihr Sneeko kennt, der hat damit auch zu kämpfen, so ein bisschen in der Öffentlichkeit, weil der auch mal gesagt hat, das war halt früher und so, bla bla bla. Und dann haben die so eine Debatte gemacht, so ein Wokey und er, über dieses Age of Consent, also heiratsfähiges Alter etc. pp., so, weißt du. Und man muss da ganz klar sagen, das war früher auf der ganzen Welt so, überall, egal in welchem Teil der Welt, da war teilweise per Gesetz erlaubt, 10-Jährige zu heiraten, 11-Jährige, 12-Jährige, so. Das war aber überall so, das hat nichts mit der Religion zu tun, das war einfach die Kultur, so. Also das jetzt nur auf eine Religion, man kann gerne darüber streiten, ob das cool so war oder nicht, weißt du? Aber man muss auch ganz klar sagen, dass auch damals haben die Leute teilweise nur bis 30 gelebt, Lebenserwartung bis 25, 30 gehabt und so. Es war eine ganz andere Zeit, weißt du? Deswegen ist es schwer, das jetzt heute zu beurteilen, was die damals gemacht haben, so. Na, man kann gerne darüber reden, so. Ich bin jetzt keiner, der nicht sagt, ey, da darf man gar nicht drüber reden, aber man muss das, wenn man das macht, auch immer im Kontext sehen und wirklich überlegen, so, okay, crazy, und vor allen Dingen nicht nur auf eine Religion, sondern das war halt überall across the world, so. So, according to this report, the age of Aisha Zinha, at the time she was given in marriage, was going to be a year or two before Hijri, so she was 15 or 16 years of age. And 3 years after that, when the marriage was consummated, she was how old then? 19, 20, 18, something like that. Es ist immer schwer, von unserer neuen aktuellen Walkie-Perspektive auf so eine Sachen zurückzugucken. So da, das wird nicht damit eigentlich. So, früher war alles ein bisschen anders, weißt du? So. Wenn man Anhänger des Judentums, Christentums oder Islam fragt, ob sie den gleichen Gott anbeten, den Moses angebetet hat, würden sie alle drei mit Ja antworten. Wenn man christliche Araber fragen würde, wie sie Gott nennen, werden sie Allah sagen. Genau wie arabische Juden. Wenn im Koran von Götzendienern geredet wird, bezieht sich das in der Regel nicht auf Christen oder Juden. Dies könnte beispielsweise Gruppen umfassen, die im Wald Rituale durchführen, wie die Bohemian Grove. Es gibt nur einen Gott, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ich sage, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Der ist kein anderer in irgendwelchen anderen Religionen so. Und der ist in uns allen vorhanden. Deswegen können wir ihn alle finden. Wenn wir es wollen. Jeder wird ihn finden, wenn er es will. Wenn er ihn sucht. So. Und er wird sich von niemandem verwehren auch. Egal wo du herkommst, egal wie du aufgewachsen bist. So. Wenn du wirklich ins Licht kommen willst, ins Gute kommen willst, in die Liebe kommen willst, mach deine Augen zu, sprich und denk und du wirst ihn finden. So. Kontroverse Zeremonien im Bohemian Grove. Auch wird hier deutlich, wie unlogisch es ist, zu behaupten, dass Muslime Antisemiten wären.
Die genaue Zahl kenne ich nicht, aber es gibt mindestens 14 Propheten, die Juden waren. Der Hauptgrund, warum derzeit viele Muslime... Bro, das Wort Semiten wurde auch voll aus dem Kontext gerissen, ne? Semiten, Araber sind auch Semiten. Kritik an der israelischen Regierung ausüben, ist die Besetzung palästinensischen Landes. Würden Mexikaner, Chinesen oder Japaner das Land besetzen, würde man genauso über sie denken. Außerdem sind viele Leute, die sich als Juden ausgeben, nicht mal echte Juden, sondern konvertierte Juden oder Zionisten. Whenever the Zionist comes in the US, he acts as he presents the Jewish people. His goal is to drag us into his war and crimes. Bibi is an enemy of the Torah. Even in the Holy Land, our brothers has no association with the Israeli government suffer from his laws and action. We say to you again, Israel is not our country. Ein heftiges Statement in heutigen Zeiten, ne? Die Frage, die man sich bei der Kenntnis stellt, dass eigentlich alle Religionen von dem Gott Abrahams reden, ist, warum dies weder in Schulen noch irgendwo anders gelehrt wird. Viele verstehen nicht, wie die Strategie Teile und Herrscher in der Praxis funktioniert. Da mal ein Beispiel. In den meisten US-Gefängnissen gibt es Gangs, obwohl die Gefängnisleitung diese eigentlich verbieten könnte, wie man an anderen Gefängnissen... Bro, ich muss noch was sagen zu dem Thema Gott und so, weil ich sag hier viel, ich sehe hier viele Leute schreiben irgendwas rein und so. Für mich persönlich ist Gott alles, was lebt, so. Und zwar alles zusammen. Das ist alles eins. Da gibt es keine Trennung oder so, weißt du? Jedes Tier ist göttlich, jeder Mensch ist göttlich, jede Pflanze, das Meer, jeder Bach, alles, was sich bewegt, alles, was lebt auf eine gewisse Art und Weise. Das ist alles göttlich so. Und das hat alles Teil, das hat alles Gott in sich. Und du kannst es sehen, du kannst es fühlen, du kannst den Zugang finden. Wir haben das auch in uns, jeder einzelne Mensch, so. Dazu brauchst du kein Buch, dazu brauchst du keinen Mensch, der dir irgendwas erklärt, dazu brauchst du nichts, kein Gebäude oder so. Du brauchst nur die Natur und dich selber. Und dann kannst du Gott finden. Und Gott wird sich von niemandem verwehren. Das ist aber nur meine persönliche Meinung so. Denkt ihr, was ihr möchtet, aber das ist meine Ansicht. Und deswegen bin ich auch immer jemand, der nicht gegen irgendwelche anderen Leute oder Glaubensrichtungen oder Hautfarben oder diese ganzen Sachen, ich will da nicht gegen sein, weil ich weiß, auch diese Menschen haben Gott in sich und die können das finden und die können göttliche Menschen sein oder werden. Weißt du? Jeder, alle, wenn jeder, der will, der kann göttlich sein. Weil wir sind alle göttlich eigentlich, von Geburt an. Wenn wir geboren werden, sind wir reines Licht, wir sind reine Liebe, wir sind göttlich. Und so. Wir verlieren den Zugang über die Jahre und müssen dann irgendwann wieder kämpfen, leider, um dahin zu finden. Aber wir können das zu jedem Zeitpunkt, wenn wir wollen. Sobald ein Häftling im amerikanischen Knast eintritt, wird einer Gang zugeteilt. Entweder dem Weißen, Schwarzen, den Hispanics oder den Muslimen. Man könnte sich fragen, warum eine Haftanstalt Gangs in ihren Einrichtungen zulassen sollte. Bestimmt wird behauptet, dass man dies so und so nicht verhindern kann. Man sieht aber an anderen Beispielen, dass dies nicht der Fall ist. Wahrscheinlich ist der eigentliche Grund für die Duldung von Gangs, dass sich die Wärter und Gefängnisbesitzer so keine Sorgen um einen geplanten Aufstand machen müssen, bei dem sich alle Häftlinge verbünden, den Knast übernehmen und möglicherweise sogar ausbrechen könnten. Stattdessen werden die Spannungen zwischen Schwarzen, Weißen, Hispanics und Moslems so geschürt, dass sie sich gegenseitig bekriegen und nicht an die eigentlichen Drahtzieher rankommen. Die Häftlinge sind damit beschäftigt, ihre Reviere zu verteidigen, Kriege mit anderen Gruppen zu führen und Pläne gegeneinander zu schmieden. Sodass sie nie auf den Gedanken kommen würden, ihre Streitigkeiten beiseite zu legen, sich zu verbünden und gegen das System selbst vorzugehen. Genau so läuft es auch in unserer Gesellschaft. Man sorgt sozusagen dafür, dass sich alle in Gruppen aufteilen und ständig Spannung zwischen diesen Gruppen existiert. Wodurch man sicherstellen kann, dass man, solange diese Spannungen herrschen, immer die Kontrolle behält. Rechts, links, geimpft, ungeimpft, Migrant, nicht Migrant, überall Spaltung, überall Spaltung. Dieses Prinzip des Teilens spielt in der Magie ebenfalls eine sehr große Rolle. Wie wir schon im letzten Video besprochen haben, sind viele Leute, die für das Lenken der Massen verantwortlich sind, tief in diese Dinge verstrickt. Ob es nun Heinrich Himmler war oder Michael Aquino, beide waren für Propaganda und Ähnliches zuständig. There's a lot of magic going on, right? And a lot of people are literally under what, you know, what I'm trying to say is that, because this is very, it's very difficult to understand this properly. What I'm trying to say is that there are a lot of what's happening today
is in this realm. And it's very difficult for people to understand this, but when you study it, what you find is that the people that a lot of the people involved in mass control are actually heavily involved in this science. And that's what you find. Würde ich nicht widersprechen. Out when you do the research. I don't know that Arthur C. Clarke, who said that advanced technology becomes indistinguishable from magic, was involved in magic. He was involved in numerology. It's very strange that they place these satellites at 22,000 feet because those are their numbers, 11, 22, 33. They like multiples of 11 and things like this. So I don't know. I mean, we're all trying to work this thing out, aren't we? You know, so the demonic realm is real. And there are people, unfortunately, that are actively involved in attempting to bring that realm into this realm. Ja. Sagte, dass Menschen aktiv versuchen, die Welt der Dämonen in unsere zu bringen. Das hat der David Icke gut beschrieben, finde ich. So. Das ist auch richtig in meinem Kopf kleben geblieben, wie der das beschrieben hat. So. Dass man halt, wenn man niedrig schwingt und niedrig Dinge tut, die halt. Also, wenn mehr Menschen diese dunklen Sachen tun oder diese niedrig schwingenden Sachen und sich diesen Energien öffnen, umso mehr hat diese dämonische Welt Zugang zu unserer Welt. Umso mehr Menschen einfach versuchen, göttlich zu sein, gut zu sein, göttliche Dinge zu tun, umso weniger hat dieses dämonische Chance, hierher zu kommen. Beziehungsweise das Göttliche hat dann mehr Chance, hier auf der Welt zu agieren und die Dinge so zu... Ja, mehr Einfluss halt auf die Welt dann, weißt du? Eine Sache wollte ich noch dazu sagen, auch Sprache. Also, es gibt ein Video, was wir uns schon reingezogen haben. Ich meine, Englisch, das Wort Englisch für Buchstabieren ist Spelling. To spell. So. Und wenn so eine Hexe irgendwie so ein Dings macht, so, ne, so ein Spell, das sagt man ja auch, Spell ist so, kann ja auch als, man kann sagen, es ist auch ein Fluch sein kann, weißt du? Und es gibt in gewissen Kreisen Leute, die sagen, dass die Sprache teilweise schon dafür genutzt wird, diese Black Magic zu verbreiten, weil wir diese Wörter aussprechen und das hat Frequenzen und das hat einen Einfluss auf dein Leben, auf die Welt, auf diese ganzen Sachen so. Ist crazy, hört sich für viele wahrscheinlich sehr schwurbeltechnisch aufgeladen an, aber wenn du drüber nachdenkst, dann ist das schon krass. So, und da gibt es auch ein paar Wörter, die so ein bisschen zeigen, gerade in der englischen Sprache gibt es ein paar Wörter, die auch zeigen, warum heißt das so? Warum wird das so geschrieben? Warum? Warum hat das so viele Parallelen mit was Bösem? Ist crazy. Indem man sozusagen ein Portal öffnet. Vorher hatten wir von indischen Mystikern gesprochen und davon, dass die Kultur ebenfalls viel mit Magie zu tun hat. Interessanterweise steht vor dem Hadron Collider in der Schweiz eine Shiva-Statue und man versucht dort angeblich Portale in eine andere Dimension zu öffnen, indem man Partikel mit nahezu Lichtgeschwindigkeit zusammenprallen lässt. Vielleicht habt ihr mal was vom Mandela-Effekt gehört. Dies wird ebenfalls CERN zugeschrieben. Digga, das ist doch diese Eröffnung von diesem Tunnel, ne? Vor kurzer Zeit hat Elon Musk ein Bild gepostet, das zeigt, dass auch er sich mit dieser Thematik beschäftigt. Mhm. Zu sehen ist ein sehr antikes Gerät, das schon seit Jahrtausenden immer wieder in verschiedenen Kulturen erwähnt wird. Der Vajra oder Dorje. Es ist ein buddhistisches Ritualobjekt, das in Ritualen für schwarze Magie genutzt wird. Ja, ich finde das immer schwer, ja. Zu sagen, dass die ganze indische Kultur, dass die satanische Rituale machen und die Buddhisten auch und so. Da bin ich, also ich, bei vielen Sachen stimme ich ja zu, weißt du, bei vielen Sachen bin ich auch dabei, aber ich finde es echt schwierig. Ich glaube, man muss bei diesen Sachen echt aufpassen, weil das ist natürlich auch, wie er selber vorhin beschrieben hat, trägt auch zur Spaltung bei, so, weißt du. Was ist, wenn die in diesen Kulturen auch nur versuchen, Zugang zu dem Göttlichen zu bekommen und gute Menschen zu sein? Und dann wird gesagt, ja, nee, das sind irgendwelche Teufelsanbeter und die machen nur Black Magic und so, weißt du. Das ist halt auch... I don't know, bro. Ich bin da vorsichtig. Ich bin da vorsichtig zu sagen, dass alles, was jetzt irgendwie Yoga ist oder indische Kultur oder irgendwie sowas, dass das Buddhismus und so, dass das alles... I don't know, bro. Elon Musk ist an dem ersten Computerchip beteiligt, der in Menschen eingesetzt werden soll. Ein weiterer interessanter Zufall über die Verbindung zwischen Magie und Technologie sind Siegel, mit denen normalerweise Dämonen beschwört werden. Das hier sind die Dämonensiegel. Wenn wir uns mal die Schaltsymbole für elektronische Schaltkreise ansehen, sehen wir die Ähnlichkeiten. Das gleiche Muster findet man auch bei einigen Computer-Motherboards und Sternkonstellationen. Kurz erklärt, vielleicht kennen manche von euch das satanische Zitat As above, so below. Anscheinend kann man mit diesen Konstellationen Kräfte anzapfen oder wie manche behaupten Portale öffnen, durch die Dämonen wirken können.
Wenn ihr ein separates Video über dieses Thema haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Tschüss, der sagt jetzt, dass die Tesla und die Ägypter und so, dass die diese Sachen gebaut haben. Diese Pyramiden und so, das sind für satanische Rituale und so. Alter, krasser Typ, Bro. Yo. I don't know. Chat, wirklich, ey. Er haut einfach raus. Haha, Bruder, ich weiß nicht, ja. Ich weiß nicht, Mann, ich bin skeptisch. Aber es ist interesting auf jeden Fall. Für Elon Musk war Arthur C. Clarke, der Mann, der vor einem Video erwähnt wurde, auch ein Begriff. Dieser Mann hat eine Dokumentationsreihe rausgebracht, in der in einer Folge mit Psychiatern und anderen Ärzten die Auswirkungen von Magie erforscht hat und festgestellt hat, dass Magie wirkt und sogar bei manchen Leuten tödlich enden kann. Zum Beispiel hat sich ein Psychiater auf diese Sachen spezialisiert und Leute, die davon betroffen waren, nach ihrem Tod obduziert. Was er feststellen konnte, ist, dass es so... Eine Sache muss man ihm lassen, die Sachen, die er da teilweise so erzählt hat, die habe ich so jetzt noch nicht gehört. Also da hat er schon so ein paar eigene Theorien aufgestellt, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ist auf jeden Fall querdenkend unterwegs, der Bruder heute. Es war, als ob der Körper all das Adrenalin, was im Körper gespeichert war, in kurzer Zeit ausgeschüttet hat. Adrenalin ist für mehrere Körperprozesse verantwortlich, aber dies wird in einer Paniksituation vermehrt ausgeschüttet. Wie wir schon in ein paar Videos von mir besprochen haben, geht es ja immer darum, die Leute für Dämonen aufzumachen. Diese Dämonen sorgen dann dafür, dass die Leute sich sozusagen zu Tode erschrecken. Die Leute fangen an, Gestalten zu sehen und Stimmen zu hören und drehen durch. We have some evidence which comes from postmortems carried out in West Africa. Gerhard schreibt, Bro, ich kriege Schmerzen bei dem, was der da redet. As above, so below ist eines der Gesetze des Universums aus der Hermetik. Nicht Satanismus. Junge, das ist unerträglich. Ja, Bro, das Ding ist aber, für ihn ist das auch Satanismus, glaube ich. Hermetik. Hermetische Gesetze. So. Das ist es halt. Ich glaube halt auch wirklich, dass teilweise das extra bewusst so gemacht wurde, dass das so komisch miteinander vermischt wird, Digi. Weißt du, wie ich meine? Alles ist Satanismus so. Alles, was jetzt nicht normal so aus, weiß ich nicht, was jetzt nicht so aus den Büchern kommt oder keine Ahnung, aus irgendwelchen Religion, Christentum oder was auch immer, so ist alles satanisch so. Und ich glaube, das wird auch extra so gemacht, weil wir nicht wissen sollen, wie das Universum funktioniert. Also ich bin mir sicher, es gibt ein gewisses Wissen, was von den Eliten für böse Sachen genutzt wird, was man aber auch für göttliche Sachen benutzen könnte. Es gibt Wissen, es gibt Zugänge, es gibt Dinge, die du mit dir selbst, wo du mit dir selbst richtig ins Reine kommen kannst. Und da gibt es auch viel in der indischen Kultur zum Beispiel. Deswegen das alles als Satanismus abzutun, ist für mich auch total Nonsens, so, weil da gibt es sehr viele Sachen, wie du deine eigene Stärke realisieren kannst, deine eigene Power realisieren kannst. Und mit dieser Power könntest du dann nicht mehr mit dir spielen lassen und diese Eliten nicht mehr so eine Macht über dich haben lassen und so, weißt du? Und ich bin mir sicher, dass alles dafür getan wird, dass wir diese Power nicht finden, dass wir die nicht realisieren, dass wir nicht in unsere Kraft reinkommen, sondern immer nur denken, ja, nee, das ist alles, die halten uns davon fern, will ich euch damit sagen, so, weißt du? Es gibt ein gewisses Wissen, von dem wir ferngehalten werden, so. Und das sind für mich Facts. Und ich glaube, solche Sachen, die wir uns hier gerade reinziehen, tragen teilweise dazu bei, aber nur teilweise, weil ich weiß auch, dass Flexdoku wahrscheinlich eine gute Intention hat und der hat auch ein paar Sachen gezeigt und schon aufgedeckt, die sehr böse sind. Und das sieht man da ganz klar und das fühlt man auch ganz klar. Aber er hat das hier in diesem Video gerade mit ein paar Sachen vermischt, die eigentlich mit diesem bösen, satanischen Bullshit nichts zu tun haben. Für mich persönlich. Das ist das, was ich fühle. So. Mehr kann ich sowieso nicht sagen. On people who died after having been cursed. The adrenal glands, which are two little glands near your kidney, produce adrenaline, which is necessary to keep your blood pressure up, a whole lot of other things in your body. Now, you get a surge of adrenaline into your bloodstream at crises, at times when you have to fight, times when you have to run away. Now, it seems that in these particular individuals, after they've been cursed, the adrenal glands were completely drained of adrenaline, as if it had all been used up in one surge. And as it was used up, the blood pressure then drops dramatically, and the person dies. Spells can bring illness, and even... Zauber können Krankheiten. Spells, habt ihr gehört? Spells, to spell. Death. And this happens not only in the East or the lands of voodoo, but throughout the world. Zuvor habe ich erwähnt, dass ein kleiner Koranvers noch bei einem Trick eines Magiers eine Rolle spielen wird. Und zwar dieser Vers hier. Gewiss, er sieht euch, er und sein Stamm, von wo ihr sie nicht seht. Mit er ist der Teufel gemeint. In diesem Vers wird von einer Ebene gesprochen, die wir Menschen nicht wahrnehmen können, die aber uns wahrnehmen kann. Das Paralleluniversum der Dämonen sozusagen.
Auf jeden Fall können Magier auf diese Ebene zugreifen. Ich habe das schon mal in ein paar Videos erwähnt, aber es ist wichtig, um zu verstehen, wie einige Tricks funktionieren. Aber da sind nicht nur Dämonen. Jetzt sorry, wenn ich so oft Stopp machen muss und mein Senf dazu abgeben muss. Da sind nicht nur Dämonen, da sind auch Engel, da passieren auch göttliche Sachen. Da passieren nicht nur böse Sachen in dieser Welt, die wir nicht sehen können. So, da passieren auch gute Sachen. Sachen, die amazing sind. So. Wie wir auf diesen Plakaten von Magiern sehen, sind fast immer Dämonen abgebildet, die oft dem Magier Dinge einflüstern. Leute, ich weiß, es hört sich verrückt an, aber es scheint so, als ob diese Dämonen unsere Gedanken wahrnehmen können, da sie sozusagen auf der gleichen Dimension wie unsere Gedanken sind. Nur wenn du negativ bist, nur wenn du gefickt bist von dem ganzen dämonischen Scheiß, der um uns abgeht und du die ganze Zeit dämonische Musik anhörst, mit dämonischen Menschen dich triffst, Dinge tust, die einfach nicht gut sind. Wenn du jeden Tag betest, göttlich bist, deine Familie dich um die kümmerst und versuchst einfach ein göttlicher Mensch zu sein, so. Und dich verbindest mit dem Göttlichen. Dann haben diese Jungs keine Chance, weil die sind immer schwächer als Liebe. Also, wir müssen halt einfach nur diszipliniert und stark sein. Dann öffnen wir uns den Jungs innen auch nicht, so, weißt du? Darum fordert auch der Magier Leute immer auf, ein Wort ständig im Kopf zu wiederholen, wenn er dies erraten will. Bei diesem Trick ist das sehr deutlich zu sehen. Der Magier sagt dem Mädchen noch, dass es gerade seine Gedanken umgeändert hat. Think of a letter in that word. In the word, think of a letter. Okay. Okay, wait. So you changed. Yeah, sorry. You went from an M to an R. Yeah. I changed it to an R. What was the word that you were thinking of? Numerous. Da wir gerade bei Magie und Technik sind, lasst uns doch auf eine letzte Sache eingehen. Leute, Logos haben nicht immer was zu bedeuten, aber bei Milliardenkonzernen steckt oft eine tiefe Bedeutung dahinter. Ja, aber das Apple-Logo hat definitiv, der abgebissene Apfel, so safe. Zum Beispiel das Apple-Logo. Leute, bestimmt gibt es zu dem Logo auch eine offizielle Version. Aber es gibt zu fast allen Sachen immer eine exoterische Bedeutung und eine esoterische Bedeutung. Die exoterische Bedeutung ist für die Masse und die esoterische Bedeutung kennen nur ein paar bestimmte. Er kennt bestimmt die Geschichte von Adam und Eva. In manchen Erzählungen wird behauptet, dass sie von dem Baum des Wissens gegessen haben. Auf jeden Fall soll das Apple-Logo symbolisieren, dass sie von der verbotenen Frucht gegessen haben und sozusagen das Wissen der Schlange besitzen. Hier gibt es auch eine sehr krasse Geschichte. Wenn ihr mal euer Handy in die Tastensperre macht oder in den Fernseher ausschaltet, den Laptop ausschaltet und in den Display schaut, sieht man fast immer einen schwarzen Spiegel. Interessanterweise wurden früher schwarze Spiegel genutzt, um mit Dämonen in Kontakt zu treten. Bro, der Bildschirm ist doch einfach schwarz, Digi. Das ist doch einfach der Bildschirm oder nicht? Muss so sein, oder? Ein schwarzer Spiegel? Gehört das nicht zur Technologie dazu, Bruder? Der Flex-Doku ist krass unterwegs heute, ja? Boden fürs Hellsehen. Schwarze Magie genutzt. Es kann natürlich alles ein Zufall sein, aber es ist schon interessant, wie jemand, der behauptet... Guck mal, schwarze Obsidian, Digga. Der Obsidian ist ein vulkanisches Glas, das aus schnell abgekühlter Kieselsäure entstanden ist. Aufgrund der Tatsache, dass Obsidian ein hartes vulkanisches Material ist, wurde scharfe Instrumente und rituelle Artefakte aus ihm hergestellt. Leider sind viele schwarze Obsidian-Spiegel Fälschung hergestellt aus schwarzem Acht. Ein Obsidian ist fast nie ganz schwarz, hat Einschlüsse und kleine Unebenheiten. Obsidian ist zum Beispiel auch eine Sache, die in Mexiko sehr oft verkauft wird. So, ich habe auch Obsidian-Armbänder und so. Das ist jetzt Jade hier. Das ist für ihn auch satanisch, glaube ich. So, dass ich hier so einen Maya-Kopf habe und dass ich Jade trage und Obsidian und so. Und auch, dass ich heiliges Holz räuche und so. Ist halt, Bro. Genutzt. Es kann natürlich alles ein Zufall sein, aber es ist schon interessant, wie jemand, der behauptet, er hätte verbotenes Wissen, eines der ersten Handys auf den Markt bringt, das einen schwarzen Spiegel als Display hat. Man schafft es sozusagen, die Leute mit diesen schwarzen Spiegeln in einem ständigen Zauber zu halten, der sie daran hindert, ihr wahres Potenzial zu erreichen, da sie ständig wie hypnotisiert sind und nur weltlich materiellen Sachen hinterherjagen. Ja, ja, aber das ist eher das Zeug, was sie sich über das Handy reinziehen, so. Und nicht der schwarze Bildschirm, glaube ich, weißt du? It was Queen Elizabeth I who employed magicians such as John Dee. It sounds weird,
It sounds crazy, but the greatest scientific minds of recent generations, such as Sir Isaac Newton, took magic very, very seriously. In actual fact, magic is the root of all modern science. Queen Elizabeth's royal astrologer, a man named John Dee, who is the prototype of the wizard with the long beard, the hat, and what he did was to rediscover through these ancient documents that were in the Vatican the technology of how to access what they considered to be spiritual beings that were useful to them, but what we would consider to be demonic or evil beings. These spiritual beings, such as Baal and Moloch, which they still do ceremonies for today, such as in Bohemian Grove, there is a giant effigy, stone effigy of an owl. That's the god Moloch. The god Moloch goes all the way back to Rome and Carthage, in which they were offering child to this god in exchange for power. So John Dee rediscovered the technology of how to draw the magic circles, how to say the right incantations, how to actually do black magic on a governmental level. This is what people are going to have so much trouble with once disclosure happens, is that these people actually practice black magic, and they are very, very good at it. Ja, Digga. Also, ich muss sagen, gemischte Gefühle bei dem Video, um ehrlich zu sein. Also, da sind viele Sachen dabei gewesen, wo ich sage, ja. Und dann waren es einige Sachen, wo ich gesagt habe, so, Bro, da bist du ein bisschen zu tief in der Recherche oder du vermischt hier gerade ein paar Sachen, die eigentlich nicht vermischt gehören. Aber das bin nur ich persönlich, so, ne? Ich sag euch auch immer nur, ich versuche ehrlich zu sein, ne? Und ich sag euch einfach immer nur, was ich persönlich fühle und versuche das hier mit meiner Community zu teilen. Und ihr dürft natürlich respektvoll auch eure eigene Meinung bilden und die schön unten in die Kommentare reinfetzen. Ich liebe euch alle. Egal welche Hautfarbe, Religion, Glaubensrichtung oder was ihr so macht, solange ihr versucht, gute Menschen zu sein, anderen Menschen zu helfen und einfach göttlich zu sein, liebe ich euch von ganzem Herzen. Und alle anderen liebe ich auch, weil die brauchen Liebe, um dahin zurückzukommen. Deswegen für mich gibt es nur Liebe für jeden und für alle, weil Gott ist Liebe für mich persönlich. Das ist meine Ansicht. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Gedanken, wie gesagt, unten in die Kommentare rein. Peace out, Alter. Ja, Digga, war ein durchwachsenes Ding hier, würde ich sagen, ne? Oh, shit. Durchwachsenes Video, Bro.